Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wenn man kilometertiefe Bohrungen in die Erde runterbohrt, kann es immer passieren, dass man unerwartet auf Kohlenwasserstoffe trifft, auf Öl oder im schlimmsten Fall sogar auf Gas. Und das Schlimmste, was dabei passieren kann, ist, dass es zu einem Blowout kommt und die ganze Bohranlage abbrennt und alles explodiert und so weiter. Das darf natürlich auf keinen Fall passieren. Die gute Nachricht ist allerdings, dass kein Blowout aus dem Nichts heraus einfach so passiert, sondern es gibt immer eine Vorstufe dazu und das ist ein sogenannter Kick. Ein Kick ist das, was passiert, wenn unten aus der Formation, also aus dem Gestein, etwas in die Bohrung eindringt während der Bohrarbeiten. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich und muss erkannt werden. Und dazu gibt es dann verschiedene Kickerkennungssysteme. Ein Teil der Kickerkennung besteht zum Beispiel darin, dass man immer ganz genau kontrolliert, wie viel Spülung ins Bohrloch reingepumpt wird und wie viel Spülung auf der anderen Seite wieder aus dem Bohrloch herauskommt. Wie viel in die Bohrung reingeht, kann man ganz einfach feststellen, indem man die Pumpenhübe zählt, die Strokes per Minute, und daraus berechnet, welcher Volumenstrom ins Bohrloch reingeht. Und wie viel aus dem Bohrloch rauskommt, das wird mit einem Paddel ermittelt. Dieses Paddel hängt in der Strömung und je mehr Strömung strömt, desto weiter wird das Paddel ausgelenkt. Diese Messungen sind natürlich nicht besonders genau, aber wenn man beide Messwerte immer konstant überwacht und beide verlaufen ungefähr parallel, dann sieht erstmal alles gar nicht so schlecht aus und alles scheint in Ordnung zu sein. Wenn allerdings die Kurven nicht mehr parallel verlaufen, sondern zum Beispiel zu erkennen ist, dass mehr aus dem Bohrloch rauskommt, als hineingepumpt worden ist, dann ist es Zeit, mal drüber nachzudenken, ob noch alles in Ordnung ist. Und ein ganz besonderes Alarmsignal wird gegeben, wenn die Tankstände in den Spültanks nicht mehr konstant sind, sondern wenn plötzlich das Niveau in diesen Spültanks steigt. Spätestens dann gibt es Alarm und man muss einen Test machen. Und dieser Test ist ein sogenannter Flowcheck. Beim Flowcheck stellt man die Spülpumpen aus, man pumpt also keine Spülung mehr ins Bohrloch rein und guckt, was passiert. Wenn keine Spülung mehr aus dem Bohrloch rauskommt bei abgeschalteter Pumpe, ist alles in Ordnung, dann war es wohl ein Fehlalarm. Wenn allerdings die Pumpe aus ist und es kommt immer noch Spülung aus dem Bohrloch raus, dann wissen wir, jetzt haben wir einen Kick im System. Und dieser Kick steigt langsam im Bohrloch auf und wird vielleicht sogar immer größer. Und deshalb ist es wichtig, so einen Kick so früh wie möglich zu erkennen. Je eher man den Kick erkennt, desto leichter kann man noch Maßnahmen ergreifen, dass es nicht zum Blowout kommt und nicht gefährlich wird. Und für diesen Zweck, zum Beurteilen der Situation und zum Reagieren, gibt es den Bohrmeister auf jeder Bohrung. Der Bohrmeister ist immer da und er wird regelmäßig in den Bohrmeisterschulen der ganzen Welt geschult und übt auf den Simulatoren, die dort vorhanden sind, wie man mit solchen Situationen umgeht. Und wenn Sie alle Prüfungen bestanden haben, tragen Sie stolz das IWCF-Zertifikat auf Ihrer Uniform, hätte ich beinahe gesagt, auf Ihrem Arbeitsanzug. Ja, wir haben hier an unserer Universität in Freiberg zwar keinen so einen schönen Bohrsimulator, aber wir behandeln dieses Thema auch ausführlich in unserer Vorlesung Tiefbohrtechnik 1, an der jeder Interessierte sehr gern teilnehmen kann. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!